Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Replay mit dem Primo Victoria. Der Goldpanzer 1 hat das Ganze eingesandt und im Prinzip ist es ja nichts anderes als ein 8er Centurion, der schon den Buff erhalten hat. Deswegen hat er einen verbesserten Turm bzw. eine verbesserte Panzerung. Ja, das Design ist von vielen ja schon bewundert worden. Der ein oder andere findet es total geil, der andere dann wiederum nicht. Mein Gott, da glaube ich, über Design lässt sich dann immer streiten. Über Gameplay allerdings dann doch eher weniger. Als Top-Tier hat das auf jeden Fall schon mal wirklich schön. Da brauchen wir nicht drüber reden, dass das ideal ist. Und jetzt schauen wir mal, wo er hin erfahren wird. Und zwar nimmt er hier den äußeren Weg. Der ist jetzt nicht wirklich überraschend, denn der wird gerne von den Medium-Panzer bespielt. Und auch wie hier kann er nämlich da mit seinem Turm deutlich besser arbeiten, als es so manch anderer kann. Jetzt schaut er erstmal, ob er da noch vielleicht einen Panzer sieht und den er aufmacht. Aber aktuell hat er da nicht wirklich was, das er aufmachen kann. Aber da, der KV-2. Und in dem Fall natürlich die Voice-Overs von Sabaton selber. Ist einfach nach wie vor ein Highlight. T-34-85, also er kann jetzt erstmal hier schön in Ruhe wirken, ohne dass er da großartig eine auf die Mütze bekommt. Der Gegner ist hier jetzt deutlich an der Überzahl. Da muss er jetzt natürlich supporten. Da unten sein Japano-Tiger. Der wird es das nicht lang machen. Aber der Gegner, der wird hier trotzdem schon gut dezimiert. Und er kann hier mit der Gun Depression einfach fabelhaft arbeiten, ohne dass er da bisher großartig dem Gegner vor das Kanonenrohr kommt, sag ich jetzt einfach mal. So, Chariot hier, perfekt. Einen solchen bräuchte er noch, dann wäre der weg, aber scheinbar denkt sich der Panther jetzt, der Panther M10, auch Manta genannt. Ja, dann mache ich doch einfach mal den Move. Sehr gut. Auto-Aim, zack. Und jetzt ist er auch schon weg. Schön vom Panther da reingegangen. Und er hier hat da nicht lang gefackelt und ist auch eben mitgefahren. So sollte es auch sein. Nicht, dass auf einmal dann der eine plötzlich alleine steht. Wäre nicht das erste Mal. T25-2, da jetzt abgeprallt, aber da geht noch ein bisschen was, schätze ich doch mal. Auch der T3400 wartet da noch auf eine Schelle. Ja, jetzt geht er für die Wanne, natürlich. Viel besser. Und der Scooter, der bietet sich doch an und sagt, hier, nimm mich. Auto-Aim. Und ja, Tschüssikowski. Da wird nicht lang gefackelt. Da wird sofort der Kill klar gemacht. So. Und er geht hier auf die Kette, dass der erst gar nicht wegkommt. Sein Panther macht das. Finde ich ein schönes Zusammenspiel von den beiden. Und dafür, dass sie ja nicht im Platoon sind, machen die das wirklich smart. So, und er geht auch immer schön für die Kette, dass er da auch noch den Unterstützungsschaden bekommt. Und zack, weg ist er. Und jetzt macht er die Vorhut. Der Panther hat jetzt genug Aufmerksamkeit erregt. Jetzt hat er auch dann den Panther in den Zug eingeladen. Haben sich nämlich eh schon auch Waffenbrüder geholt. Und so wie sie agiert haben, da macht ein Zug durchaus Sinn. KV-2, da natürlich immer ein bisschen Obacht. Ah, das war ein schwieriger Schuss zwischen den Felsen durch. Da hätte er vielleicht noch ein bisschen länger warten können, weil dann wäre nochmal so ein Vorsprung gekommen. Aber sei es drum. So, der KV-2, der will hier weg. Aber nicht ohne einen Hit abbekommen zu haben. Thank you.
So, und der WZ bekommt da auch noch ein bisschen Aufmerksamkeit, aber leider kein Hit. 12 zu 10, 13 zu 10, also noch nicht ganz entschieden das Ding, aber es schaut sehr gut aus. Der Gegner hat aktuell nämlich nur noch den T3485 und den WZ da hinten. Und er steht auch noch fabelhaft im Saft. 1278 Hitpoints hat er da noch und da ist der WZ. Der bounced hier, aber er nicht. So, der ist zerstört und jetzt gibt es nur noch den WZ. Und dann war es das auch schon. Von den Kills, mit 3 Kills ist er vernünftig dabei. Am Ende der Runde war das bei 5 Minuten 41 ein ordentlicher Schaden. 1538 Erfahrung und einfach mal immer schön so Panzer zu sehen, die eben nicht jede Sekunde gezeigt werden. Und vielleicht, ja, auch nicht ganz so OP sind im Premium-Bereich. Daher war es schön, das ganze Replay zu sehen. 4000 Schaden, das lässt sich auch sehen. Da muss man immerhin 19 Mal den Gegner durchschlagen und ich glaube, das ist sehr ordentlich. Daher vielen Dank für das Replay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.